Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nier für die PS3. Im letzten Part hatten wir eine Lesestunde und ich hoffe, das passiert nicht allzu schnell nochmal. Ich weiß es aber nicht. Wir wollen hier im Märchenwald jetzt mal schauen, was wir so für Aufgaben noch bekommen. Nur noch ein Opfer. Das ist eine ziemlich beschwerliche Arbeit. Okay. Wir können hier den Traum betreten. Ich glaube, dann kriegen wir wieder eine Lesestunde. Das werde ich mal in einem separaten Part machen, sag ich mal. Dass ich hier dann mal einen langen Part, der vielleicht auch nicht in die direkt in die Parts mit reinzählt. Also in den wöchentlich, in den normalen Upload-Rhythmus, dass ich da dann mal die Träume betrete und die ganze Sache erledige. Denn, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ihr das so interessant findet, wenn ich jetzt wieder eine Folge lang nur vorlese. Also, wie war das doch so? Nun war nicht prächtiger Ort. Kann man mit Worten kaum beschreiben. Aha, toll. Lasst uns zu Popola zurückkehren. Sie wird vermutlich wissen wollen, was dort vor sich geht. Ja, das ist doch ein Plan. Das klingt nach einem Plan, das machen wir. Na dann. Auf geht's. So, treffen wir? Wir treffen. Sehr schön. Perfekt die Brücke genommen. So muss das sein. Und einfach mal sofort mit dem Sprint aufhören. Muss man auch erstmal hinkriegen. Darf er eben nicht vom Eber fallen. Naja. Okay. Na denn. Papa ist zurück. Er ist heimgekommen, um mich zu sehen. Juhu, Papa. Ja, ja. Ich mag die Tagebucheinträge von Jonah. Sehr, sehr schön. Noch ein Hühnerei. Mensch. Schon wieder eins. Na gut. So, und auf zu Popola. Denn wir wollen Bericht erstatten. Wie es sich für einen guten Soldaten gehört. Erstatten wir Bericht. Okay. Na dann. Gucken wir doch mal, was Popola so zu sagen hat. Der Todestraum ist solch eine seltsame Krankheit. Ich bin so froh, dass ihr diese Leute gerettet habt. Ja, diese ganzen Worte waren ein ziemliches Ärgernis. Selbst ich, der sonst ein natürliches Faible für Wörter hat, habe nicht den Wunsch, diesen Ort jemals wieder aufzusuchen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Ja, danke. Das war's? Das war's. Wow. Ah, David. Was? Das hätte ich fast vergessen. Jonah war auf der Suche nach dir. Oh. Sie meinte, sie bräuchte etwas Zeit, sie bräuchte etwas von dir. Zeit mal wieder ein wenig Papa zu spielen, wie? Ja, das nehme ich an. Danke, Popola. Moment. Sie hat noch eine Nebenmission. Sie hat eine Aufgabe. Hey. Kann ich dich um einen Gefallen bitten, Popola? Klar, warum geht's? Ich habe gehört, dass Devola und du früher in der Taverne gesungen habt. Ich habe mich gefragt. Ach du meine Güte, das haben wir schon seit langem nicht mehr gemacht und ich... Nein, tut mir leid, ich denke nicht, dass ich das tun kann. Warum nicht? Nun, ich benötige ein bestimmtes Getränk, um in der Öffentlichkeit zu singen. Ich bin ein bisschen schüchtern, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist eine Taverne, Popola. Ich bin mir sicher, dass sie es haben. Genau genommen haben sie dieses Getränk nicht mehr. Sie haben es für gewöhnlich in der Taverne von Meeresfront bestellt. Vielleicht solltest du dort mal nachfragen. Okay. Also auf nach Meeresfront. Um ein wenig Mutmacher für Popola zu kaufen. Na denn. Kann man mal machen. Der Junge, der immer draußen herumläuft, hat mir heute eine wunderschöne Blume gegeben. Bla 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 bla. Den Rest konnte ich leider nicht mehr lesen. Da war es schon weg. Naja. So, na denn. Auf zu Jonah.
Die Kleine braucht ihren Papa. Also geht ihr Papa mal zu ihr. Ganz klar. Alles andere wäre ja gemein. Intelligenztropfen. Dankeschön. Und was haben wir hier? 700 Gold. Doppel-Dankeschön. Hey, Jona. Papa, juhu. Popola meinte, du brauchst etwas? Du musst mir einen Gefallen tun. Was ist es? Jona? Ich kann dir nicht helfen, wenn du es mir nicht sagst. Ja, das nehme ich an. Jona? Bitte, raus mit der Sprache. Ich möchte, dass du meinem Freund hilfst. Deinem Freund? Ich habe einen Freund und der hat mir einen Brief geschickt und nun musst du ihm helfen. Jemand hat dir einen Brief geschrieben? Einen Brief, Freund, wie reizend. Also, wer ist dieser Freund? Nun, er ist irgendwie... Ist es ein Junge? Ja, und er ist krank und steckt in Schwierigkeiten. Und ich weiß, dass du und Weißi die einzigen seid, die ihm helfen können. Weißi? Weißi? Erzähl mir von diesem Typen. Oh, oh, ganz der Papa. Jetzt lässt sein Papa raushängen. Er lebt in diesem ziemlich großen Haus im Süden und er ist super nett und er ist mein Freund. Du musst ihm helfen, Papa. Bitte? Jona, hör zu. Bitte? Na toll, was mache ich nun? Ich werde es tun, ich kann dir nichts abschlagen. Okay, ich werde sehen, ob ich helfen kann. Juhu, danke schön, Papa. Vielen Dank. Ich meine, solange es nur ein Freund-Freund ist und kein Beziehungsfreund. Na toll, mein kleines Mädchen hat einen Freund. Du sollst vorsichtig vorgehen. Dieser Junge könnte dein zukünftiger Schwiegersohn sein. Weiß, darüber werden wir nicht reden. Also so absolut gar nicht. Verstanden? Das will ich aber auch hoffen, dass wir darüber nicht reden. Schwiegersohn, pah. Dafür ist Jona noch viel zu jung. Nee. Das werden wir nicht zulassen. Also, glaube ich. Vielleicht. Mal gucken. Da fällt mir gerade ein. Hey. Hab ich nicht irgendwas Sinnvolles zu verkaufen? Okay. Das bringt auf jeden Fall gut Geld. Und ich weiß nicht, ob das wirklich nur zum Verkauf gedacht ist. Ich bin mir echt unsicher, ne? Blöd. Blöd. Wir könnten damit richtig gut Geld machen. Aber ich weiß eben nicht, ob wir das nicht noch für irgendwas anderes brauchten oder brauchen werden. Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd. Naja. Lassen wir es erstmal. Und schauen weiter. So, na denn. Na denn. Wollen wir doch mal hier... Erstmal hier die kleinen Viecher erledigen. Und ich will dann noch mal gucken, ob wir uns auch gegen die Großen schon... gegen den Großen hier schon zur Wehr setzen können. Oder ob wir das immer noch lassen sollten. Zielen mit dem dunklen Speer. Krieg ich jetzt auch schon das Tutorial, ja? Mensch. So, komm her, hier. So. Okay. Ui, 4 Stück schon. Nice. Ja gut, und mit Magie kriegst du ihn auf jeden Fall klein. Das wird auf jeden Fall was. So, hier. Friss mal. Uiuiui. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Uiuiui. Und ich sage mal,
hardly what one would call especially fertile ground. Okay, ein Wort. Sehr schön, Gibi. Nice. Ah, dieses große Viech, ne? Okay. Ablenken. Na, meinetwegen. Auf jeden Fall kriegen wir hier schon mal ganz gut was mit weg. Das gefällt mir. Das gefällt mir schon mal. Aua. Autsch, okay, ich sollte mich echt nicht von ihm treffen lassen. Das wird richtig schmerzhaft, wenn der mich trifft. Aua. Naja, ein Kupfererz, okay. Okay. Aber er ist auch gleich schon down. Das freut mich schon mal zu sehen. Nini, Nini. So nicht. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Na komm, ich brauche ein bisschen mehr Magie. Ein bisschen noch. So, das sollte jetzt reichen. Yes, sehr schön. Solis. MP-Erholungsrate plus 6%. Nice. Okay. Sehr schön. Und das große Vieh ist endlich erledigt. Perfekt. Gibst du mir noch irgendwas anderes? Nee. Schade. Naja. Aber immerhin ein bisschen was. So, dann wollen wir doch hier gleich mal die ein bisschen wieder mähen. Ups. Verteidigungsbrecher plus 6%. Okay. Sehr schön, die medizinischen Kräuter, die ich gerade verbraucht habe, direkt mal wiederbekommen. Das ist doch immer schön. Hey, sehr schön. Und ich bin voll an medizinischen Kräutern. Das sehe ich auch gerne. Na denn. Na denn. Uiuiui, so viele Shades. Ist ja nicht auszuhalten hier. Warum sind hier so viele von den Viechern? Na, komm schon. So, okay. Ach, Mann. Los jetzt. Pari. Gut. Neues Wort. So. Das sind nochmal medizinische Kräuter. Dann kann ich mich nochmal voll heilen. Das ist schön. Das nehme ich gerne. So, na, perfekt. Schöne Kombo. Schöne Kombo mit keine zusammen. So. Aua. Komm schon. Muss das denn sein hier? Dass du so schwer zu besiegen bist. Ein geschlossenes Buch. Aha. Okay. Ich muss mich da echt mal informieren, was für Items ich einfach so verkaufen kann und welche ich für irgendwas noch benötige. Heute hat mir Popola ein neues Buch über einen berühmten großen Baum geschickt. Ich hoffe, es hat ein fröhliches Ende. Es gibt nichts Schlimmeres als einen traurigen Baum? Oder so? Naja. So, hier wollen wir doch jetzt erstmal in die Schenke. Die haben wir, waren hier die Schenke? Hier. Hier haben wir sie. Na denn. Gucken wir doch mal. Hi. Yo. Hey, Wirt. Wisst ihr etwas über ein Getränk, das Popola mag? Ich bräuchte so eines. Popola, wie? Ah, ich kenne das Getränk. Leider habe ich die Zutaten gerade nicht zur Hand. Es ist ein ziemlich spezielles Gebräu. Das ist schade. Nun, wenn ihr mir die Zutaten besorgt, kann ich es gerne für euch brauen. Das geht aufs Haus. Na schön, was benötigt ihr? Ich brauche 5 Echsenschwänze und 5 Mäuseschwänze. Was jetzt, ernsthaft? Hey, ich weiß, es klingt verrückt, aber das sind die Zutaten. Nun, wenn ihr meint. Okay. Dann schauen wir doch mal, wie viel davon wir bereits haben. Mission laufende.
Was haben wir hier? Ah ja, okay, genau, das war das. Ballade der Zwillinge. Okay, ich habe 3 Echsen und 4 Mäuseschwänze. Das heißt, ein bisschen was brauche ich noch. Na gut. Ist aber jetzt kein Problem. Nicht wirklich. Weil das können wir relativ schnell farmen. Da sehe ich jetzt kein großes Problem bei. Gut. Dann ist das auf jeden Fall schon mal geklärt. Und wir können uns weiter um unsere Hauptquest kümmern. Naja, gut. Ich mach's zwar ungern, weil, ne, Jona und ein Freund und die sind nur so jung. Aber wenn jemand in der Klemme steckt, dann helfen wir, natürlich. Ganz klar, Hallo, Tarantel. Geld verdienen, aha. Okay. Riesenspinnenseide. Na Mensch. Dann wollen wir doch mal... Komm. Ich habe schon länger nicht mehr in die Tutorials reingeschaut. Dunkle Illusion. Okay. Dunkle Fressgier. Ja, bla. Mauer. Exekution. Alles soweit bekannt. Landwirtschaft, stimmt, ich kann ja Gemüse anbauen. Schmieden. Du kannst deine Waffen verstärken, indem du das benötigte Material zu 2 Brüderwaffen beim Müllberg bringst und eine Gebühr entrichtest. Stimmt, da war was. Loren. Ja, das war das. Angeln, das ist mir egal. Briefe anschauen. Okay. Da haben wir die Briefe. Das ist okay. Ablenken. Drück im richtigen Moment L2, um den Angriff des Gegners abzulenken und ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ah ja, guck an. Guck an, Magieresistenz. Einige Gegner sind resistent gegen Magie. Diese Gegner musst du mit regulären Waffen besiegen. Okay. Drücke L2, um dich nach einem gegnerischen Schlag schnell wieder zu erholen. Gut, Luftabbrüche. Du kannst die Abbruchfunktion sogar mitten in der Luft nutzen, um dich zu erholen. Hey, hey, Mensch. Geld verdienen. Anstatt Rohmaterialien in Läden zu kaufen, suche nach jemandem, der das Material benötigt. Auf diese Art bekommst du oft mehr dafür. Gut. Das, ja. Das passt ja. Eber kontrollieren. Sonst noch was. Alliierte befehligen. Aha. Okay. Gut. Drücke Dreieck am Ende einer Combo mit einem Einhänder, um einen Verteidigungsbrecher auszuführen, der die Zeit zwischen einer Combo und der nächsten reduziert. Klingt gut. Gegner, die normalerweise immun gegen magische Angriffe sind, sind möglicherweise durch Magie verwundbar, wenn sie am Boden liegen. Guck an. Wenn ich einen Wolf beiß, drücke wiederholt Viereck, um ihn abzustellen. Gut. Ah ja. Okay, benutze R3, also den rechten Stick runterdrücken, um zwischen verschiedenen Zielmodi zu wechseln, wenn du dunkler Speer einsetzt. Das ist auch interessant. Aber gut. Dann wollen wir hier doch mal das Tor öffnen. Hey, na? Habt ihr das? Right this way. Aha. Okay. Die haben mich erwartet. Jetzt bin ich überrascht. Hm. Na gut. Warum ist hier alles schwarz-weiß? Das passt mir gerade nicht so sehr. Das ist merkwürdig. Das empfinde ich als arg merkwürdig. Aber gut. Boah, der Butler ist so lahmarschig. Das empfinde ich nicht als merkwürdig, sondern als nervig. Haben wir es bald, ganz ehrlich. Kannst du ein bisschen schneller laufen, bitte? Nee? Ah, hier soll ich rein? Gut. Dann geh doch mal hier rein. Please wait here. Okay, werden wir machen. Wir warten. Waiting's a bitch.
Just let me know if any shades show up, okay? Well, okay. I suppose we can't turn back now. This boyfriend better be worth it. Ciao. Hat sich einfach hingelegt. I don't get how she can sleep at a time like this. She must have nerves of pure steel. Okay. Da pennt sie einfach. Naja. So, schauen wir uns doch mal hier im nächsten Raum um. Aha. Aha, nichts weiter Interessantes. Hier vorne. I don't like this one bit. You sound scared, Weiss. Tja. Das ist ein großes Anwesen. Moment, Markierung Dunkelheit, aha. Okay. Now, why don't we head back? Maybe. Oh, was ist los, Weiss? Hast du Schiss? Ich glaube, Weiss ist ein Angsthase. Klingt auf jeden Fall ganz so. Hey, where'd Kaine go? I knew this was a terrible idea. Haunted manors and the like. Oh, why does no one ever listen to me? Es tut mir ja leid. Mensch. Okay, aber ich vermute, wenn, dann ist sie hier irgendwo lang. Denn wir haben sie ja nicht gesehen. Tja. Hier ist hier irgendwas? Nee. So, hier hoch geht's auch nicht. Hier auf der anderen Seite ist auch nichts Türenmäßiges. Okay. Das ist eine komisch geschnittene Villa. Aber gut. Aber gut. So, dann müssen wir doch mal hier lang. Doch wieder hier raus. Help! Somebody get me out of here! Wer hat hier von wo gerufen? Irgendwer hat nach Hilfe gerufen. Ich weiß noch nicht von wo. Hier irgendwo? Stimmt. Der sah vorher nicht ganz so dämonenhaft aus. Naja. Schöne Statue, aber ihr Ausdruck ist irgendwie schmerzverzerrt. Ja, komm schon. Lass uns weitergehen. Ich denke nicht, dass das Statuen sind. Ich denke eher, das sind versteinerte Menschen. Tutorial versteckte Items, okay? Jetzt haben wir hier einen Mondschlüssel. Ist der für die Dunkelheit-Tür? Weil der Mond in der Nacht, wo es dunkel ist, könnte sein. Autsch. Ach Mann, Mistviecher. Okay. Was haben wir hier? Ah ja, hier brauchten wir den Mondschlüssel. I see. Autsch. Blöde Spinne. Aua. Wie kannst du angreifen, obwohl ich hier mitten in meiner Combo war, ey? Mistviech. Regenbogenspinnenseide. Oh, schön. Das klingt gut. You're an adult.
male. Maybe 40? Ja, passt in etwa. Woher weißt du das? Du scheinst nichts sehen zu können. You got all that from my footsteps? It's not hard once you know how. Okay. And I suppose I should tell you about my friend Vice. I only heard one set of footsteps. Grimoire Vice does not strut about like a common land mammal. But enough of this introductory chatter. Let us hear your tale. My name is Emile. I'm the master of this manor. Du, kleiner Pimpf, bist der Herr dieses Anwesens. You're the kid who sent a letter to my little girl? Letter? I don't know anything about a letter. Okay. Oh, of course not. Such a thing would be far too simple. Okay, das wird ein bisschen merkwürdig. Ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.